Aber damit erstmal zur nächsten Beobachtung. Denn digitale Medien bieten nicht nur Gestaltungsmöglichkeiten, sondern sie führen auch zu Entgrenzungen. Als 1999, den kennen Sie vielleicht auch, Boris Becker, der hat mal Tennis gespielt vor Ewigkeiten, mit dem Spruch, bin ich schon drin, Werbung für AOL machte, mag die Unterscheidung von real und virtuell irgendwie noch sinnvoll gewesen sein. Aber die Frage ist wirklich, ist es heute noch, wenn wir smart und mobil always on sind? Für Kinder und Jugendlichen, ich habe Ihnen da mal ein paar passende Studien abgelohnt, ist wirklich kein Unterschied mehr zwischen on und offline. Beiden Welten, ob analog, real, was auch immer das ist, und digital, virtuell, das ist eine Welt. Die sind zusammen, gibt es keinen Unterschied mehr. Das heißt also, die Grenze verschwindet und unsere Realitäten dehnen sich aus, sie expandieren. Und just dieses Expandieren kennen wir vielleicht auch technisch bzw. didaktisch. Dieses Expandieren wird nämlich sichtbar, sowie praktisch nutzbar, in digitalen Artefakten, die sich Mixed Reality oder Augmented Reality zunutze machen. Augmented Reality sind computergestützte Erweiterungen der Realität. Sie kennen das alle von Navigationssystemen. Hier beispielsweise, da wird ein Bild der Realität wird durch computergestützte Informationen ergänzt, also beispielsweise ein Pfeil, in dem Sie sich weiter bewegen sollen. Und denkbar wäre zum Beispiel auch, jetzt wenn man an Didaktik, also didaktische Hilfen denkt, auch hier Unterstützung, wie beispielsweise hier im Anatomiekurs. Weil in der Ingenieurausbildung wird es auch schon verwendet teilweise, dass der jeweilige Techniker, Technikerin dann wissen muss, welche Schraube aufzudrehen ist. Es gibt noch viel, viel mehr an der Stelle, weil ich eben Ihnen die anderen Beobachtungen noch alle zeigen möchte, würde ich dann schon weitermachen. Und dann kommt das, was ich vorhin schon geteasert habe, Stichwort Algorithmus. Dass nämlich eine weitere Beobachtung ist, dass nämlich nicht nur künftig Menschen mit Medien handeln, sondern zunehmend auch die Technik selbst zu Handelnden wird. Und jetzt könnte man ganz viel, Sie sehen hier schon, ich habe Ihnen mal hier eine Liste mitgebracht, auch diese Liste ist unvollständig, gibt noch viel, viel mehr. Aus dieser Liste zeige ich Ihnen kurz was zur Bonitätsprüfung, zu CareerBots und Recruiting Software, zur Seminararbeitenkorrektur per KI. Und auch nichts Geringeres als die Revolution des Wissenschaffens, als ein Projekt, an dem die DAFA gerade arbeitet. DAFA ist die Erfinderin des Internets. In aller Kürze, auch in Anbetracht der Zeit, wer heute zu einer Bank geht und um einen Kredit bittet, vielleicht hatten Sie das schon mal probiert, häufig ist es so, dass Sie nicht mehr dort das Personal überzeugen müssen, sondern Sie müssen einen Algorithmus überzeugen. Die Bonitätsprüfung, das sogenannte Credit Scoring, wird auf Grundlage, also eine Software macht das auf Grundlage einer Big Data Analyse und auf Basis einer so großen Datenmenge, dass das Ergebnis der Auswertung weder dem Bankberater noch für den Kunden nachvollziehbar ist. Sogar derjenige, der den Code geschrieben hat, nachdem die Maschine arbeitet, nachdem diese Software arbeitet, kann nicht vorwegsehen, was welche Entscheidung dieser Algorithmus trifft. Und vor allem auch nicht, warum er zu dieser Entscheidung kommt. Jetzt könnte man vermuten, dass Algorithmen deswegen dort eingesetzt werden, weil ihre Entscheidungen für zuverlässiger gehalten werden als die Urteile von Menschen. Menschen, die ja, das kennen wir alle, die sich von Emotionen und vielleicht auch visuellen Eindrücken verleiten lassen könnten. So wie das zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch sein könnte. So gilt zum Beispiel bezüglich Recruiting und CareerBots offenbar, Algorithmus schlägt Menschenkenntnis, wurde mal übertitelt. Da unterstellt wird, dass diese Bots unbestechlich sind, ohne Vorurteile und Antipathien gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern seien. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Denn ganz viele Beispiele, auch das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen, aber ganz viele Beispiele zeigen, dass Code immer nur so objektiv sein kann, wie der Mensch ist, der ihn verfasst hat, beziehungsweise wie die Daten, auf die dieser Code zurückgreift. Und entsprechend auch nur so objektiv, wie die Daten, die wiederum, oder die Programme entsprechend waren, die diese Daten erzeugt haben. Ja, also das potenziert sich.
noch einen Schritt weiter. Die Forschungsbehörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, also das ist die Erfinderin des Internet, irgendwann in den 70er Jahren haben wir das Internet erfunden, arbeitet gerade an nichts Geringerem als an der Revolution der Wissenschaft. Und eine künstliche Intelligenz soll künftig selbst Daten sammeln, Hypothesen bilden, Modelle entwickeln und überprüfen, also eben das machen, genau das machen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Wenn man mal ein Stück zurückgeht, sagt man, okay, wir wissen, was da für eine Forschung gemeint ist und wie wir diese Entwicklung zu interpretieren haben. Ja. Aber die Frage ist, schauen wirklich immer alle genau hin, wenn es darum geht, woher das Wissen stammt? Oder wenn dieses Wissen schon einmal im Netz geteilt wurde und wiederholt zitiert, schaut man dann wirklich genau hin, wo es eigentlich hergekommen ist? Also man hinterfragt sich bis zur ursprünglichen Quelle. Weiß ich nicht. Und selbst wenn jemand genauer hinschauen würde, dann ist die Frage, wenn dieses Wissen auf Basis von Datenanalysen entstanden ist, von sogenannten Big Data Analysen entstanden ist, dann ist die Frage, ob wir Menschen überhaupt in der Lage sein werden, das nachzuvollziehen. Weil wir eben, Big deutet darauf hin, dass die Daten eben zu umfangreich sind, dass wir sie kognitiv erfassen können. Also das heißt, wir die Maschine brauchen. Und in dem Moment in einer gewissen Abhängigkeit gegenüber der Maschine haben. Das heißt also, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit als Qualitätskriterium wissenschaftlicher Forschung wäre dann tatsächlich auf wackeligen Füßen. Man muss Ihnen nichts erzählen, Sie kennen das, wenn ich selbst schon eine Studie gefälscht hat, also wenn man so an kleinen Stellschrauben dreht, kann man entsprechend, wenn man an Stellschrauben dreht, nur in geringem Maße kann man sehen, sozusagen, wie sich das Ergebnis verändert. Und damit man mehr oder weniger jede Erkenntnis belegen kann. Das ist die Basis unseres Wissens. Und das ist auch der Grund, warum immer mehr, wir haben das bestimmt schon mal gehört, der Begriff sogenannte Explainable KI gefordert wird. Also KI, die man zumindest die Menschen ermöglicht, dass man nachvollziehen kann, warum sie so handelt und wie sie handelt. Aber eigentlich ist es doch so, dass Sinnhaftigkeit nicht durch KI entsteht, durch künstliche Intelligenz, sondern dadurch, wie man eben Modelle konzipiert, Ergebnisse interpretiert und das eigentlich eine der wesentlichen Herausforderungen der Wissenschaft ist und natürlich auch bleiben soll. Das heißt, ich will damit sagen, KI macht bestimmt und hoffentlich keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeitslos, aber natürlich auch keine, was ja immer wieder kolportiert wird, auch keine Pädagoginnen und Pädagogen, keine Lehrerinnen und Lehrer. Ich zeige Ihnen trotzdem mal eine neue Entwicklung, die in diese Richtung zeigt. Also These, KI macht Pädagogen sicher nicht arbeitslos, aber möglicherweise könnten wir Unterstützung von diesen digitalen Medien und dieser künstlichen Intelligenz bekommen. Wer schon mal 300 Klausuren, ich mache das in diesem Kontext hier regelmäßig, korrigiert hat, im Akkord korrigiert hat, der freut sich natürlich über technische Unterstützung. Bezüglich der maschinellen Unterstützung und der Auswertung ist ja schon einiges möglich. Denken Sie zum Beispiel so an Multiple Choice, das kann man automatisieren. Aber bisher war es gerade das Aufsätze in Deutsch oder Englisch, wie Essays, Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter, konnten bisher noch nicht maschinell ausgewertet werden. Und das ändert sich gerade. In Utah, in den USA, werden nur noch rund 20% der Essays, da wird im Studium wird im Wesentlichen Essays geschrieben, dort gibt es kaum Klausuren, so wie hier, oder auch Referate, da wird im Wesentlichen Essays produziert und deswegen entsprechend ist das eine enorme Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen dort, diese Essays alle zu korrigieren. Aber dort werden nur noch 20% der Essays von einem Menschen gelesen und interessanterweise die Auswahl, welche Texte jetzt von Menschen noch gelesen werden, die nimmt der Computer vor. Crazy. Was ich an dieser Nachricht aber besonders interessant fand, war, dass die Studierenden begonnen haben, das System zu hacken. Und zwar, weil sie den Code durchschaut haben, weil sie die englischen Regeln für Style verstanden haben, haben sie es geschafft, die Maschine auszutricksen. Zum Beispiel
Anfänglich war es so, dass sie einfach einen Buchstaben hintereinander geschrieben haben, auf eine komplette Seite, und bekamen eine 1 dafür. Irgendwann haben sie dann nachgebessert und gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr, aber dann haben sie den Absatz 5-mal untereinander kopiert, exakt denselben Absatz, ja, 5-mal untereinander kopiert und haben dafür eine 1 bekommen. Ja. Wer von Ihnen sich mit englischen Stilregeln beschäftigt hat, weiß, warum das funktioniert und warum das im Deutschen nicht funktioniert. Was ich sagen will damit ist, sozusagen immer, wenn Sie ein Programm schreiben, bedeutet es, dass Sie ein Modell von der Welt haben, das Sie in dieses Programm hineinbringen. Deswegen enthalten alle Programme, alle Algorithmen enthalten Vorstellungen, Werte, Normen, die aber häufig nicht hinterfragt werden. Und das ist der eigentlich wesentliche Punkt, die eigentlich wesentliche Herausforderung in diesem Kontext. Ich blätter mal ein bisschen weiter. Das Ganze wird bezeichnet von Andrew Smith, vom Guardian als sogenannter Frankenstein-Algorithmus. Er sagt, dass Code, der aus Code entsteht, ein Universum erzeugt, das niemand mehr vollständig verstehen kann. Also auch nicht diejenigen Menschen, die den Ursprungscode geschrieben haben, also den Code, der Maschine das Lernen lehrte. Und das finde ich ganz interessant, auch aus pädagogischer Sicht, denn das Monopol des Menschen auf die Unvorhersehbarkeit individueller Handlungen scheint damit zu fallen. Das ist ja durchaus ganz interessant. Aber versteht man jetzt die Geschichte von Mary Shelley, also Frankenstein, nicht nur im Sinne KI ist ein Monster oder vielleicht im Sinne des Zauberlehrlings, dann ergibt sich aus diesem Querverweis noch eine ganz interessante Erkenntnis, nämlich der Chemiker Viktor Frankenstein ist Zeus, also Schöpfer, und Prometheus, das ist der Vorausdenker, zugleich. Er ist der moderne Prometheus, der sich selbst zum Gott erhebt, aber gleichzeitig Mensch bleibt. Also Sie sehen, man könnte jetzt über dieses Thema noch weit mehr erzählen und die bisherigen Beobachtungen noch weiterführen. Ich möchte nur in aller Kürze, auch in Anbetracht der Zeit, noch Ihnen diese Folie zeigen, die sozusagen diese Beobachtungen, die ich Ihnen gerade in ziemlich geballter Form in die Ohren gehauen habe, nochmal auf einen Punkt bringt. Ich fasse jetzt an dieser Stelle nicht mehr zusammen und würde in der nächsten Veranstaltung dann auf die Konklusion kommen. Bis dahin aber Ihnen noch eine schöne Woche.